noch einen Termin, die Räder abzuholen. Guten Morgen, liebe Leute. Oh, jetzt einfach mal. Ja, das ist wirklich nicht besonders. Das ist echter Schrott eigentlich, aber wir gucken mal. Vielleicht können wir ein Rad retten davon. Dann sind das wieder 80 Euro. So gut. Okay, na, die Bucht ist das jetzt hier nicht. Das ist genau noch mehr nicht. Ja, vielleicht kriegen wir das Kinderrad aufgebaut. Ja, keine Ahnung. Dann für den Fuffi weg. Das, naja, mal sehen. Vielleicht ist das eine Aufgabe für unseren neuen, für den Patrick, wenn er kommt, soll er die schlachten oder aufbauen oder was weiß ich. Berliner Tarnkappen. Na, mal schauen. So, Skadi, du zuerst rein. Papa. Skadi zuerst rein. Gehen wir beiseite. Und durchkrabbeln. Und hoch mit dir. Mit dem riesigen Ball. Yay. CDs werden schon eingepackt. Wahnsinn. Tja, was können wir jetzt machen mit unserer Freizeit? Kinder kriegen. Kinder kriegen, ja. Ich sehe ganz viele blinkende Hände. Tschüss, viel Spaß, benehmt euch, hört, was Andrea sagt, ne? Party on! Oh Mann, ey. So. Ich schlage meine Frau. Ich mache sie zur Sau. Weil ich mich das traue, aber nur bei meiner Frau. Weil ich mich das traue, aber nur bei meiner Frau. Ein Chanson. Wir haben frei. Vielleicht. Vielleicht müssen wir auch weg. Vielleicht davon irgendwas mitnehmen. Nee, wir kommen dann nach Hause und holen die Tasche und so, ne? Nee, nimm mal lieber mit, wenn wir von da raus sind. Ich weiß ja nie, was los ist. Ja, es ist so, wir sind frei. Tina und Marco haben es richtig gut, ey. Der Opa nimmt die einmal die Woche. Oh wow, ey. Also bei uns alle 4 Wochen mal, lass mal einer. Alle 4 Wochen? Naja, ich hab's jetzt schön geredet. Ach, für die Kamera. Schön geredet. Einmal im halben Jahr eigentlich. So. Und wenn, dann ist es immer nur Andrea. Ja. Auch. Genau. Oder alle 4 Monate oder so. Das ist jetzt nochmal. Ja, muss ich mal zum Schwimmen mitnehmen. Ja, also das ist echt eine Erholung. Das mal genießen jetzt. Wenn du nicht so einen dicken Bauch hättest, dann könntest du auch ein bisschen schneller laufen. Ich kann immer viel mehr heute machen. Viel mehr erreichen. Oh Mann. Hast du Geld? Ach nee, siehst du? Nö, heute nicht. Bin frei. Ich hab auch frei. Portemonnaie hat auch frei. Zahltag. Muss ich nicht. Zahlwoche? Ja, warte. Das brauchen wir schon. Das stimmt schon. Oh, sonst haben wir ja auch keine Freiheit. Dann Scheiße, die Freiheit müssen wir uns erkaufen. Stehen wir vom Bäcker. Was ist denn da los? Das ist auch so, oder? Windowshopper beim Bäcker, das wäre echt Armut. Ah, nicht ärgern, der Vlog, der lädt noch hoch. 150. Ja, nicht drum kümmern. Geld haben wir. Ich habe jetzt 150 Euro bei. Das ist ja klar, wo wir jetzt hingehen, ne? Ja. Milchkaffee zur Einleitung. Jetzt muss es aber klappen, nur. Letzte Woche nicht, jetzt diese Woche. Aber diesmal bin ich auf ein morgens Termin. Ui, dann klappt das. Dann kommt das ja heute zur Einleitung. Da war ja bei Anouk auch so. Eingeleitet und dann nächsten Tag war da. Kriegt man die Krise, wenn man nicht vorankommt. Ja, genau. An so einem freien Tag noch.
schön. Ich drive hier rein. Und fahr ganz vorne ran. Und fahr ganz vorne ran. Gott sei Dank. So bei dem los. Oh nein, der fragt da auch an. Wehe, der will da. Der kann sich bestimmt nicht entscheiden. Im Sonnenschein sitzen wir allein. Und Untergeschoss. Mann, wenn ich doch mutig wäre. Einfach sagen, ja, komm, das kostet. Endlich. Ach, dann riechst du ja wieder so gut. Ist gar nicht. Ich schnüffelte. Stunden in Köln. Ja, schön. Da sind wir auch bei der Öffnung von unserem Portrait. Ja, da bin ich ja vielleicht gar nicht da. Doch, ja, nur wenn ich heute entbinde, dann werde ich Freitag entlassen. Du musst dich früher entlassen. Das geht nicht, weil die U-Untersuchung gemacht werden kann. Ja, oder nach dem 15. am besten, weil 15. ist ja Konzert bei uns im Keller. Also du hast die Chance heute oder eben. Oder du bleibst erstmal drin, bleibst bis du 18 bist. Bis zum 16. 18 Tage. Nee, bis 18 ist meine ich. Ja, gerne. Schon klar. Kommst du ganz fertig raus. Aber nicht so schlimm. Mit Abitur in der Hand, alles. Ja, mit Lebensweisheit von uns. Hast du nichts verpasst? Hey, dude. Ist bestimmt schöner drin. Ist immer warm, hast nie Hunger. Keine Sorgen. Du kannst jetzt schon nicht mehr kochen. Ja, ich, aber das interessiert sie ja nicht. So ein 18-jährigen Lag da drin. Alter, wie willst du denn die raus operieren? Dann ist noch die Hülle von mir. Ja, der Kopf an ihrem Kopf so dran. Die wächst so rein in deinen Körper. Die übernimmt dich. Das ist ja nur noch so eine Haut. Aussehen so. Die kommt raus und du so. Kann ich dich zusammenfalten so und weg? Eine Gummipuppe. Was für ein Scheiß, ey. Nein, um Himmels Willen, ey. Ist auch schon wieder schlimm. Noch an. Ey, hier ist ja jede Bild, das kannst du erzählen. Die Mann hat heute Morgen ihre Puppenwäsche, die sie da mitnehmen wollte, das Garten nehmen wollte. Perfekt. Ganz akkurat. Perfekt. Und einsortiert. Perfekt. 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 Oh, ich krieg einen Orgasmus. Perfekt. Ach, so perfekt. Oh. Angerannt, dass sie das lassen sollen. Ne? Weil wow. Das ist nämlich auch so. So perfekt? Muss so alles ganz gerade sein. Perfekt. Was ist das? Natur. Aber auch perfekt. Ihre Art und Weise. Auf ihre Art und Weise. Jeder auf seine Weise perfekt. Ja, das ist hier bin ich groß geworden eigentlich. Sozialisiert worden. Hier habe ich sehr oft gespielt. An dem Fluss. Überall, von oben bis ganz unten. Das war täglich Einzugsgebiet. Hast du Anouk das erlauben, hier alleine spielen zu gehen? Erst nach einer Eingewöhnungszeit von 2 Jahren. Ich bin hier groß geworden, das war was anderes. Ist weißt du? Ein bisschen Flügel unterm Auge. Ja, ich hab, oh Gott. Guck mal, da ist er. Mhm. Mit zuckendem Schwanz. Oh, was ist denn das da? Eine Katze? Ist hier irgendwie Schwanz hier? Ist das eine Katze? Komisch aus, ne? Frisst irgendwas. Ja, aber die Boote sind dann immer. Ich bin ja mit Boot gefahren hier. Sind wir ja alle. Aber die Donnerbrücke. Ist nicht noch. Vielleicht lassen sie oben im Klärwerk jetzt nicht mehr so viel durch. Aber die Donnerbrücke ist keine Donnerbrücke mehr, würde ich mal sagen. Was kennt man hier so? Jetzt ist es ein bisschen eingeschränkt hier, dadurch, dass du hier Erpe und hier gleich das Ding hier hast. Was eigentlich, hier haben wir unsere Höhlen drin gebaut früher. Hier konnte man ja frei rennen. Das ist das alte Erpetal, also dieses alte Erpewiesen.
Hier ging diese ganzen, der ganze Fluss, der hier begradigt wurde, der ging ja hier kreuz und quer immer durch. Ne? Überall. Mhm. Da waren so kleine Läufe, wo du dann rüber gesprungen bist. Und so, das siehst du immer noch an dem Wuchs manchmal von diesen Bäumen. So. Überall, wo diese Bäume so gewachsen sind, da war eigentlich immer nur so ein kleiner Flussarm. Lass es raus. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Lass es raus. Sie will ja nicht. Wir füllen mal wieder richtig ordentlich. Wo willst du jetzt hin? Echt? So, das war der Mega-Ausflug mit Marlies. Dieser Ausflug? Das Rhabarber. Ich will ein bisschen Rhabarber essen. Ich will Rhabarber-Torte. Ja, da ist Holunder. Da ist Holunder. Holen runter den Holunder. Liebt. Wir wissen noch nicht, was ist mit Kindern. Unsere Beziehung, das standhält. Das müssen wir erstmal austesten. Also ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, dass meine Frau jetzt jemanden hat neben mir. Vielleicht bin ich eifersüchtig. Ihr rauscht ja alle gleich. Wir wollen alle zum welchen Fahrradladen? Fahrradladen? So wie nicht. Billorad. Sie gleich gehört am Quietschen der Kette. Schön mit den Bäumen. Das nennt man Wald. Du bist ein Stadtkind, ich dir das erklären muss. Ich komme von hier, Einheimischer bin. Nicht Einmischer, sondern Einheimischer. Einmischer. Einhandmischer. Und wenn du nicht weißt, was für Geräusche sind, Tiere leben da drin. Wo drin? Im Baum? Der Wald, das man nennt. Da wohnt auch was drin. Überraschung. Überraschung. Jo, was soll man sagen? Wir laufen zurück, verabschiede mich. Für jetzt, mal ist auch. Das Kind kommt heute noch zur Welt. Das kriegen wir hin. Morgen passt nicht mehr. Morgen ist zu spät. Denn ganz ist vorbei. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal schon Schluss und hoffen das Beste. Und boah, nachher sehen wir uns vielleicht nochmal. Also bis dann. Mit Kindern ist halt immer auch so schwierig. Aber jetzt mal einfach mal, wir werden sowieso nie sagen, meine Oma, Opa, Frau Werner, Oma Elja. Kannst du klingeln? Jo, Blick. Ey du, ich hab da keine Chance mehr. Ich komm noch nirgendwann mehr her. Na, du kommst mit, Leia. Nicht. Wie viel ist mir gewartet? Nee. Sag mal. Vielleicht gerade nicht, aber die ist ja auch schon mal alt. Ach, ich konnte
Ich hab's noch mal gesehen. Ach, sieht nicht gut aus. Nee. Aber sie ist ja auch noch Haut und Knochen. Kein Wunder, dass sie da zusammengekommen ist. Schon immer, ja. Schon immer. Aber jetzt ist sie halt. Ist eh schwach wahrscheinlich. Das war so ein Topf auf dem Herd. Das ist das ihr da drin. Und dann der andere, das ist der Werner. Meinst du, er kriegt was anderes? Ich weiß nicht. Hallo. Hallo. Alles perfekt. Schön. So soll es sein. Ich hätte gerne 3 Kugeln. Hier Zitrone, Erdbeere und Mango. Ach, du bist so einfach. Es ja, ist so alles schön. Nebeneinander. Orange, was war das noch? Ich hab's vergessen. Hast du vergessen? Ja. Feige. Ja, das war's schon. Heute ohne Kinder. Heute ohne Kinder, schön. Seit langem. Wir sind in den Skatepark, sagst du, ja? Möchtest du den? Präferierst du diese Seite oder diese Seite? Diese oder jene? Soll ich einen Turm hinsetzen? Sind beide eklig aus. Wichtig ist, dass hier kein. Kein. Oh, was ist denn mit? Siehst du das, ist, was ich meine? Guck mal. Vor 20 Jahren? Heute. Wahnsinn. Ach, das ist doch der Laden vom Windy und Klaus hier. Auch. Ja, mit so Schamanen-Dingsbums-Tücher-Sprüchen drauf. Hier versteckt sich immer Luna da, in dem Bambus. In der Hecke? Ist cool. Ja, gut, ich würde mal sagen, jetzt gammeln wir noch eine Runde. Gammeln. Das ist wirklich ein entspannter Tag hier heute. Unglaublich. Die haben schön chillig. Was ist das hier? Zu vermieten. Alle Anfragen? Wie alle Anfragen? Gibt es mehrere? Eins, zwei, drei. Drei Zimmer schon, Marlies. Drei Zimmer sind schon. Drei Zimmer, Küche und Bad. Ziehen wir hier ein.